Also, ich will mich jetzt noch mal zu dem Ukraine-Konflikt äußern. Es ist ja egal, ob wir sagen Ukraine-Krieg oder Sonderoperation, das ist egal. Es ist einfach Krieg. So, jetzt haben wir ja gehört, dass wir den Bundeskanzler dazu gekriegt haben, dass den Ukrainern jetzt doch die Panzer geliefert werden. Naja, da hört man sehr viel dummes Zeug. Er hätte so lange gezögert. Die Sache ist doch ganz einfach. Verstehen das denn die Leute nicht? Er musste warten, was er für eine Weisung aus Amerika bekommt. Wir haben den Krieg verloren. Wir sind kein selbstständiger Staat. Wir haben keine Regierung, die selbstständig entscheiden kann. Das Wohl und Wehe unseres Volkes als Besiegte hängt von den Amerikanern ab, die unsere Siegermacht sind. Und die haben uns nach wie vor im Griff. Wir können da nicht selbst entscheiden. Na, lass doch den armen Scholz in Ruhe. Der ist doch auch nur eine Marionette, wie ihr alle. So, das war das eine. Jetzt beschäftigt uns natürlich die Frage, was die Panzer bringen sollen in der Ukraine. Ich befürchte gar nichts oder ich vermute gar nichts. Ich muss noch mal sagen, ich bin da nicht pro-russisch oder pro-ukrainisch, sondern ich bin vollkommen neutral und objektiv und ich vertrete die Ansicht, dass das nicht unser Krieg ist und dass wir eigentlich neutral sein sollten. So, aber zu der Frage, was können die Panzer dann bringen an Erfolgen? Diese Panzer, die Kampfpanzer, die sind darauf ausgerichtet, wieder gegen feindliche Panzer anzutreten. Ich glaube nicht, dass die Russen so dumm sein werden und sich in eine Panzerschlacht stellen. Das haben sie doch gar nicht nötig. Vor allen Dingen heißt das, sie werden sich, wenn sie darin eine Gefahr sehen, nicht in panzerfähiges Gelände begeben. Der Krieg wird ja jetzt nicht in der Westukraine geführt. Ja, da kann man Panzerschlachten führen, wird aber der Russe nicht mitmachen. Jetzt, wo sie eingesetzt werden sollen an der Front, bringt der Panzer überhaupt nichts. Und ob diese Ungetüme, die amerikanischen Abrams, ob die überhaupt jemals dorthin kommen, ist auch fraglich. Ich sage es nochmal, es sind nur stählerne Särge. Aber mich beschäftigt auch noch was. Nämlich die Frage, ob die Russen eine moralische Berechtigung haben, diesen Krieg zu führen. Der Scholz hat gesagt, man könne doch nicht mit dem Geschichtsbuch in der Hand die Außenpolitik machen. Nee, ja, wenn man sie nur in der Hand hält, natürlich nicht. Man müsste es halt lesen und daran hapert es. Die Leute kennen die Geschichte nicht. Was ist denn die ukrainische Nationalbewegung? Überhaupt diese Nationalbewegungen, das ist ein, wie soll ich sagen, ein Phänomen, was im 18. Jahrhundert aufgekommen ist, was es vorher gar nicht gab. Und im Anfang des 19. Jahrhunderts hat es dann seine höchste Ausfertigung erhalten mit den Nationalsozialisten. Und was die Ukrainer da heute machen mit ihrem Separatismus und ihrem Nationalismus, das ist ja auch ein Anachronismus. Das passt nicht mehr in unsere Zeit. Und das muss ich auch ganz eindringlich mal unseren Ultrarechten sagen. Die müssen umdenken. Das ist nicht unbedingt ein Vorteil, dieser sterile
Nationalismus. Wir müssen zurück, so wie es in der Antike war. Alle Großreiche der Antike waren Vielvölkerstaaten. Und das war das Prinzip. Wir sollten hier in Europa zurück zu dem Reich Karls des Großen, in den Grenzen von Karl dem Großen. Und das muss uns genügen. Und da muss es uns gleichgültig sein, wer jetzt dann hier ein Volksgenosse ist. So, und zu der russischen Berechtigung muss man doch sagen, ich sage jetzt mit dem Geschichtsbuch nicht in der Hand, sondern im Kopf. Die Russen haben diese Küste am Asowschen Meer und am Schwarzen Meer erobert und besiedelt, und zwar mit Russen. Und diese Russen, die dort wohnen, die sind muttersprachlich russisch. Die wollen russisch sein und nicht so ein ukrainisches Dialekt sprechen müssen. So, und jetzt sage ich noch mal Folgendes. Die Berechtigung des ukrainischen Staates, das begründet sich auf Verträge. Wer hat denn die Verträge geschlossen in den 90er Jahren, gar nicht so lange her? Das Volk ist nicht gefragt worden. Und was haben die Russen gemacht? Sie haben das ja nicht nur erobert und sich einverleibt, sondern sie haben die Bevölkerung dort gefragt, was wollt ihr? Und was ist denn höher zu bewerten? Irgendwelche Staatsverträge, die über den Kopf der Bevölkerung hinweg geschlossen werden, ohne sie zu fragen? Oder gilt das Selbstbestimmungsrecht, das vielbeschworene Selbstbestimmungsrecht der Völker, ist das nicht höher zu bewerten? Ich meine ja, die Russen haben eine Berechtigung, aus meiner objektiven, neutralen Sicht dieses Land, diesen Küstenstreifen, den sie jetzt als zu Russland gehörig erklärt haben, zu behalten. Und sie werden ihn behalten. Und da beißt die Maus keinen Faden ab. Die Russen werden diesen Krieg für sich entscheiden. Und der Scholatour hat mal gesagt, einen Krieg, den man nicht gewinnen kann, den führt man nicht. Und ich sage auch noch was. Das ist eine Sentenz, die ist 2000 Jahre alt, stammt von dem indischen Staatsrechtler und Fürstenberater Kautilya. Der hat gesagt, wenn du einen Feind nicht besiegen kannst, verbünde dich mit ihm. Das war schon Adolf Hitlers Fehler, dass er sich nicht mit den Russen verbündet hat. Er hätte wissen können, dass er dieses Land nicht so einfach überwinden kann und besiegen kann. So, also das ist die moralische Berechtigung und die Wertlosigkeit aller Lieferungen. Und wir spielen mit dem Feuer, wenn es jetzt weitergeht. Was will denn der Selenskyj mit den Flugzeugen und mit den weitreichenden Raketen? Er will Russland angreifen. Der Selenskyj gibt nicht eher Ruhe, als bis er die ganze NATO, das heißt auch uns, in den Krieg hineinmanövriert hat. Die Amerikaner, die sind weit weg vom Schuss. Auch die Engländer, die immer die große Fresse haben, die sind auch ziemlich weit weg. Die kommen als Letzte dran. Wir sind wieder mal, wir sind diejenigen, die den Kopf hinhalten müssen. Und Verteidigung verstärken bedeutet nur, die Zerstörung im Fall eines Krieges zu verstärken. Wir können den Krieg nicht gewinnen gegen Russland. Dieser Hampelmann-Verein, die NATO, kann doch der russischen Armee nicht das Wasser reichen. Jetzt begreift das doch endlich mal. Nun hören wir die Zustimmung zum Ukraine-Krieg oder zur Hilfe für die Ukraine wird statistisch erfasst. Ich glaube jetzt sogar daran, dass 57% unserer Bevölkerung inzwischen dafür sind, dass wir unser erarbeitetes Geld in der Ukraine versickern lassen. Das regt dich scheinbar gar nicht auf,
dass dort der Kriegsminister sich die Taschen voll gemacht hat. Aber 57% steht natürlich die andere Hälfte gegenüber. Diese 57%, das sind unsere Volksgenossen, die sich auf Bildzeitungsniveau bewegen. Die glauben alles. Nicht schon Napoleon hat gesagt, die Deutschen sind so leichtgläubig, denen kann man alles erzählen. Und wenn die denen morgen was anderes erzählen, dann glauben sie das auch. Und die anderen, die andere Hälfte, nicht etwas weniger als die Hälfte, das sind eigentlich die, die den Staat tragen, das sind die, die mitdenken, die Unternehmer und Leute, die sich noch ihre eigenen Gedanken bewahrt haben. Also, da ist auch nicht aller Tage Abend. Und ich sage, auf die 57% auf Bildzeitungsniveau denkenden Menschen, die brauchen wir gar nicht zu beachten. Wie weit sind wir? Gut.